extrem viel. Wir haben voller Spaß aus, haben mit dieser Halle selbst ein Risiko 94 gebucht. Es war die größte Halle Europas mit 17.000 Menschen. Und tatsächlich, wir haben sie gefüllt. Wir haben die Tickets auf der Straße verkauft, auf die Konzerte. Wir haben das mit eigenen Händen gemacht. Das war das erste Mal, dass er auf der Bühne war nach dem Schlaganfall und es war ein sehr emotionales Konzert. Das 20-jährige Jubiläum von unserem ersten Konzert in der Westfalenhalle 94. Da haben wir angefangen zu sagen, könnten wir vielleicht nicht einmal noch alle zusammen ein Konzert machen, um das zu zelebrieren mit den Fans und unseren großen Hits und so weiter. Und wie gesagt, 2 Jahre später wird Wahrheit. Ich bin positiv überrascht, wie die Stimmung hier so ist, ganz ehrlich. Also, und das ging es dann eigentlich. Sobald wir singen, sobald wir loslegen, hoffe ich, es ist da. Ich mache wieder Stage-Dive. Also das. Ich habe es lange nicht mehr gemacht. Also, seid vorgewarnt. Ja. Wenn ich so mache, dann müssen alle so machen. Weil ich freue mich, die zu sehen, und ich glaube, die Leute, die kommen werden, die werden sich auch freuen. Ich habe immer dran geglaubt, ich habe immer dran gehofft. Und das ist für mich wirklich a dream come true. Thank you.